Lieben, schön euch wiederzusehen und auch schön, wenn ihr zum ersten Mal euch auf meinen Kanal verirrt habt. Ja, ich mache Videos zum Thema Lernen, Lerntraining. Das hat einmal mehr mit Theorie zu tun, einmal sehr praktische Hinweise, einmal sind es vielleicht nur interessante Dinge, die dazu anregen, selbst neugierig zu werden und ein bisschen mehr lernen zu wollen. Schaut einfach durch, vielleicht findet ihr was Interessantes. Heute möchte ich euch erzählen, warum ich von den Schülern und Schülerinnen, die zu mir kommen, sehr gerne mir Schularbeiten oder Tests anschaue. Warum ich immer sage, beim nächsten Test, bei der nächsten Schularbeit, bring eine Kopie mit. Das hat einerseits recht formale Gründe. Ich schaue mir an, wie werden Schularbeiten gemacht. Ich kriege damit auch einen guten Vergleich über verschiedene Schulen, verschiedene Schulstufen. Wie ist das Spektrum von Schularbeiten? Sind die recht ähnlich? Gibt es da ganz große Unterschiede? Ich sehe dann auch ein bisschen so den Charakter der Lehrkraft durch, wie Schularbeiten formuliert sind. Das ist dann speziell im Pflichtschulbereich in Mathematik zum Beispiel der Fall. Wie viele Beispiele kommen, wie ist der Schwierigkeitsgrad dieser Beispiele. Wenn ich Kinder schon länger betreue, sehe ich auch, wie intensiv wird auf so eine Schularbeit hintrainiert, wie sind die Übungshefte, kommt dann zu einer Schularbeit das gleiche wie im Übungsheft oder kommen andere Beispiele. Das heißt, werden die Kinder hintrainiert auf Schularbeiten oder geht es eher in die Richtung, es wird ihnen grundsätzlich was beigebracht und bei der Schularbeit ist dann die Überprüfung, ob sie das anwenden können. Ich schaue mir aber nicht nur an, wie lang ist die Schularbeit, wie schwer ist sie, ich schaue auch an, wie schaut der Notenschlüssel dazu aus, wenn er auf der Schularbeit drauf ist, wo ich mich immer sehr darüber freue. Ich schaue, ich zähle dann auch die Punkte nach, ob sich da vielleicht verrechnet wurde. Ich habe bei Schularbeiten schon einzelne Formulierungen gefunden oder auch tatsächlich auch in Mathe Beispiele, die gar nicht lösbar wären, weil da irgendwo in der Formulierung so ein Hund drinnen ist. Ich habe schon Sachen gefunden, wo sich auch die Lehrer beim Korrigieren geirrt haben. Da kann man dann darauf hinweisen. Ich sehe auch manchmal Schularbeiten, die insofern interessant sind, als dass sie ganz wild zusammenkopiert sind. Ich habe schon Schularbeiten, das ist nicht so lange her, gesehen, wo Lehrer sie mit der Hand geschrieben haben. Zwar in einer schön deutlich lesbaren Schrift, aber trotzdem. Also alles Mögliche sieht man und das kann man als Feedback an die Eltern geben und kann sagen, finde ich gut, finde ich förderlich, gerade für ein Kind, das Probleme hat. Vielleicht kann man das eine oder andere mit dem Lehrer besprechen und diskutieren, ob das genau so sein muss oder wie das in Zukunft sein wird. Speziell wenn jetzt Schularbeiten oder Tests schlechter ausfallen, reagiert die Lehrkraft drauf, sagt sie dann, okay, das Klassenniveau, das ich jetzt zurzeit habe, ist vielleicht ein bisschen schwächer, als ich es beim letzten Mal hatte. Wird die Schularbeit dann so gestaltet, dass sie vielleicht eine Spur leichter wird oder zumindest auch kürzer? Oder kommt Jahr für Jahr die gleiche Schularbeit aus der Lade gezogen und einmal tut sich eine Klasse damit leichter und einmal schwerer? Das sind die Dinge, die man dabei sehen kann und natürlich auch, wie hat das Kind, das ich betreue, innerhalb der Schularbeit reagiert? Wie ist die Umsetzung? Fängt ein Kind einfach beim ersten Beispiel an und geht stur runter oder verschafft sich ein Kind einen Überblick? Wie ist es mit der Zeit zurechtgekommen? Gibt es grobe Verständnisfehler? Dann muss man dort an den Inhalten arbeiten. Oder gibt es eher Flüchtigkeitsfehler? Hat ein Kind bei einem Test in einem Lerngegenstand, wo man weiß, es konnte die Inhalte super toll, dann trotzdem nicht performt, hat das dann mit einer Angst zu tun, ist irgendwas passiert, dass das Kind dann die Leistung, die es eigentlich hätte können müssen, gar nicht aufs Papier gebracht hat. Das sind alles die Dinge, die man sich in diesem Zusammenhang anschauen kann. Und entweder man bespricht das dann einerseits mit dem Kind, auch andererseits mit den Eltern und sagt, vielleicht könnten Sie mit der Lehrkraft drüber reden. Oder als Lerntrainer, Lerntrainerin übernehme ich das auch gerne. Das heißt auch den Kontakt mit den Lehrkräften, sofern die Eltern natürlich damit einverstanden sind und sofern die Lehrkraft dafür zur Verfügung steht. Und das sind dann
sehr oft sehr produktive Gespräche, die sich natürlich nicht nur um, wie schaut ein Test in der Schularbeit aus, drehen, sondern schon auch, wie kann man das Kind auch im Unterricht vielleicht besser fördern, dort abholen, wo es ist, was kann man unterstützen, vielleicht kann man auch im Sinne der Hausübung darauf eingehen, dass ein Kind, das sich im Moment mit einem Thema in Mathematik schwer tut, nicht zu viel Hausübung auf der Ecke kriegt, weil es zuerst einmal das Ding verstehen muss, bevor es es dann auch üben kann. Also es gibt eine Vielzahl an Themen, die man da auch mit Lehrkräften über das Thema Test und Schularbeit besprechen kann. Ja, vielleicht habt ihr einen Fall, wo ihr sagt, da habt ihr eine Schularbeit gerade erst gesehen bei euren Kindern, wo ihr denkt, da stimmt irgendwas nicht oder da läuft irgendwas verkehrt oder ist das so möglich, ist das zulässig? Könnt ihr gerne Kontakt aufnehmen, könnt mir gerne die Schularbeiten zeigen. Ich kann euch dann meine Meinung dazu sagen. Sonst würde es mich auch freuen, Highlights, Lowlights von euch zu hören. Ich nehme das immer gerne auf in meinen Erfahrungsschatz und vielleicht für das eine oder andere Video dazu. In dem Sinne, noch einmal alles auf den Punkt gebracht. Like, Subscribe, Ring the Bell und dranbleiben, denn nächste Woche kommt schon das neue Video zu wieder einem anderen Thema. Bis dahin, alles Liebe, ciao!